Ich bin am Roten Arzt, Myrandriel, und ich hoffe jetzt, dass mich die Raptoren in Ruhe lassen. Bin jetzt ein paar kleine Runden geflogen, aber bis jetzt noch nicht. Na, Kavadubus, ich sehe es euch dann wieder. Das sieht hier schon mächtig wieder nach Sumpf aus. Also, ja, der Kartenhersteller hat echt eine Vorliebe für den Sumpf. Hier ist irgendwie. Etherlight. Etherlight. Wow. Ja. Hört sich an, wie als bis kommst du langsam in den Bereich, wo es Richtung Rock Crate geht. Kann schon sein. Hinter mir hat sich gerade schon so ein Felsentyp wieder dematerialisiert. Oder entmacht? Nee. Heißt denn das? Ah, jetzt bin ich in irgendeiner Höhle drin. Ja. Ein Paddle-Jumper ist aufgestiegen. Ah ja, ich sehe die Rock-Drakes. Brauchen wir hier ein Stargate? Ja, da ist irgendwo schon ein stehen sechs Fundamente. Vor dem Ding oder in dem Ding? Bei dieser Rock-Trade-Schlucht. Hätte ich bei mir eine Höhle. Ah, da ist nochmal eine separate Schlucht, wo dann die Eier drin sind. Okay, dann fliege ich doch mal durch. Okay, hier. Hä, das hast. Hast du da mit Treppe und so gebaut? Ja. Ah, okay, dann habe ich es gefunden. Ich denke gerade, Alter, was hat da einer hingezimmert? Ja, natürlich mit Treppe, damit du schön fortlaufen kannst. Und so stylisch aussehen. Oh, das ist wow, da fällt dir der Raptor vom Himmel. Dann nur Level 15. Die Eier waren aber nicht so berauschend, wie ich gesehen habe. Ja, gut, ich benenne es jetzt halt mal. Ja, nee, du weißt, wie es ist. Wenn Eier ewig nicht geklaut werden, vergammeln die eh. Ich wollte bloß mit meinem Tier nie riskieren, dass ich da absteige, die Eier aufhebe, dass sie Ja, ich vergammeln und hab's verstanden. ja. Ja, wenn, dann muss man das mal gezielt machen und damit das dann auch wirklich gut nachspawnt. Oh nein! Wenn man da wirklich hin will. Also wenn man das jetzt macht und man sowieso dann die nächsten Tage keine Ja, Option hat, nee, das dorthin ist zu schon gehen, macht klar. das sehr wenig Sinn. Du weißt, wie es ist. Ja, aber dann kann ich ja notfalls, wenn es dann so weit ist, durchfliege. Ich habe Genau. die Eier. Ah, doch, ich sehe die Eier. Ja, die sind in so schönen hier Einbuchtungen. Ja. Ich guck mal, ob sie geil auf mich sind. Oh ja, sie sind geil auf mich. Das gefällt dir doch. Hey, nicht auf meinen Paddle-Jumper, ihr kleinen Penner. Ich habe jetzt, was weiß ich, ich will 1000 Stück hinter mir. Das sind echt viele von den Scheißviecher. Ja, das ist, wie gesagt, die Tiere, die du nie brauchst, davon gibt es immer ganz, ganz viele. Und die Tiere, also die wir brauchen, da gibt es gar keine, aber die wir Was nicht brauchen, lustig ist, was denn? die brauchen voll ewig, um an die eine Höhle ranzukommen, wie ihre Eier liegen. Okay. Wir auch nebenher immer so nach so interessanten Tieren, wie zum Beispiel so einem
Tech-Raptor. Ja, muss doch vielleicht mal einstellen, muss doch vielleicht mal das Level höher stellen von den Viechern. Ja, aber wir sind schon auf Max Level 150. Wir haben diese eigentlich unsere Standardeinstellung. Gut. Und ich bummel ja eigentlich ungern an den Karten so, so noch zusätzlich irgendwie rum, weil das. Ich nicht. Ich weiß, aber ich sage schon, aber. So viel Eier gibt's hier aber nicht. Nee, das ist bloß wie so ein U ist die Schlucht. Das habe ich doch schon geklaut, oder? Ja, das habe ich geklaut. Ja, das ist auch weg. Und ich bin wieder im Dom. Ich bin wieder hier. Nein! Was war das? Was ist jetzt passiert? Ey, irgendwas hat mich abgeseilt. Boah. Nervenkitzel hoch 10. Muss sie kommen? Ich habe noch keine Ahnung, wo mein Tier ist. Und das Pfeifen geht gerade nicht. Oh, das kann sein, dass das der böse Spino gewesen ist. Ich sehe, wo mein Tier hin ist. Ob ich hier irgendwo wieder rauskomme, dann kommen wir zum roten Ark hin. Ach! Ich weiß, wer es war. Wahrscheinlich ein Pullover? Nee, da war ja nichts. Ich weiß aber nicht, wo mein Tier hin ist. Jetzt wurde er getötet. Wow, ein Bloodstalker gibt's hier. Oh. Ja, ich komm dich abholen. Ja, ich bitte darum. Oh. Oder Ark hast du gesagt. Na. Okay. Der hat's wieder probiert, der Bloodstalker. Ah, ich hab ihn jetzt gesehen. Jetzt sehe ich ihn. Nein! Was ist jetzt? Ach, Krokodil. So, nein, ich dachte gerade, Server abgekackt. Nee. So. Das Problem ist bloß, der Bloodstalker kriegt mich jedes Mal wieder. Und wenn der Bloodstalker mich nicht kriegt, kriegt mich das Krokodil. Und darauf habe ich jetzt gar keine Lust. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ah, der nächste. Ah, so. Ich glaube, das Ganze fast knicken. Wo genau bist du jetzt? Warte mal kurz. Was zweite? 78. Nee, 58, Entschuldigung. 72, 58. Oh, das hätte ich jetzt aber ohne gedacht, dass hier so ein Bloodstalker ist. Das ist natürlich. So, das heißt, hier müsste irgendwo sein. Auf dem Boden oder?
Auf so einer Wurzel. So eine große Wurzel? Ja. Stopp, stopp, ich sehe dich. Nach links drehen. Gut. Nach unten gucken. Nach unten. Weiter nach links drehen. Halt, halt, halt. Ja, jetzt. Ich sehe dich. So. Ich bin drinne. Müssen wir noch irgendwas mitnehmen? Nee. Ja, das Vieh ist irgendwo hier drinne. Irgendwo beim Platztorger oder so ist das gestorben. Hat alles, weiß gar nicht, hatte ich was drinne? Ich hatte Fleisch drinne. Egal. So. Der Loco, ich glaube, in die Richtung müssen wir. Also kannst das Ding auch nur holen, wenn du praktisch den Fly-Modus aktivierst. Also sobald du den Boden berührst, also cheaten. Stirbst du. Ja, aber es ja. geht ja nicht anders. Oh. Aber du fällst dann praktisch durch. Das. Jetzt. Ist das nicht? Sag mal. Nee, du hast so komisch geneigt. Ich sehe da nichts mehr. Oh Gott. Sieht aus wie so ein Friedhof. Ach so, nee. Mir kommt jedes Mal der scheiß Stuhl in den Weg. Ach so, warte mal. Ich land mal. So, sollte eigentlich nichts Böses in der Nähe sein. Ach so, du, die Skelette, ja. Bist du da drin? Ich hab's durchs Fenster jetzt gesehen. Ach so, okay. Ja. Ach, da ist ein Ding. Ich dachte gerade, was machen die Dings? Kloppen die sich jetzt gegenseitig? Die Brontos. Aber da war dann hinterm einen standen. Nicht ein Reck, sondern das kleinere Vieh. Wollen wir zu dritt? Hallo. Also die, ja. Oh, hä? Ich denke immer, das ist nicht so weit, aber. Ja, wir haben doch ein bisschen weit weg. Ab vom Schuss gebaut. Alter. Das heißt, ich muss jetzt hier noch eine Landeplattform bauen. Aber das Coole ist ja, wenn du aussteigst, dann stehst du erstmal drauf. Ja, genau, da kannst du dann super die Eier. Eins habe ich auch noch, ein 25er Ei hätte noch. Ich brauche jetzt erstmal einen neuen Terraton, dann muss ich da mal gucken, ob ich noch was zu züchten habe. So, und das ist jetzt dieser besagte Paddelchamper. Ja, ich habe extra auch sein Futter mitgenommen, weil das wusste noch. Dass sie das Futter und das Bild brauchen. So ein Bild habe ich noch eins. Okay. Ja, Futter, du brauchst praktisch, wenn du da reinguckst, warte mal. Ja. Dieses grüne ZPM brauchst du dafür. Achso, das meinst du, ja. Und das Bild bekommst du automatisch, wenn du diese Rune zerlegst, genau. Dann bekommst du so ein Bild. Das ist diese Rune. Wenn du in den reinguckst, wenn du mit F reinguckst, dann siehst du die Rüstung. Warte kurz, das ist hier der ZTM für den Paddelchamper. Genau. Und das sind die anderen Ringe. Und das ist die Stargate. So. Und wenn du jetzt hier reinguckst mit F, dann siehst du dieses Bild, was ich meine. Das ist dieses Bild. Ist praktisch das Sattel sozusagen. Level 10 hat er schon. Ja. Ja, mit denen kann man halt auch entsprechend, also man sieht das hier, ja, das ist ein Gewicht von 4000 noch was.
Ich glaube, du musst dann auch ZBMs nachladen als Nahrung, oder? Ja. 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 Und du kannst halt richtig viel damit schleppen. Verbraucht. Ein Sicher-Sicher oder Volkfresser. Ja. Also die Dinger sind schon praktisch, die hatten wir damals, was war das, Olympus, wo wir die hatten? Olympus hatten wir das erste Mal. Ja, da haben und wir dann hatten wir sie eigentlich überall gemacht, nur da hat es halt funktioniert, dass du nicht runtergefallen bist. Ja, ich kann mich erinnern, da hatte ich genau unter dem Ding gebaut und war irgendwann mal hochgeflogen und so, ey, was ist denn dort? Und ah. Und dann ja, aber du kommst nicht ran, weil das außerhalb eigentlich ist. Glaub. Genau. Und dann haben wir das irgendwann mal rausgelegt. Also ursprünglich hatten wir die Mod ja wirklich nur wegen den Stargates. Und auf Olympus haben wir dann rausgefunden, oh, dass wir diese geilen Paddelschamper da holen. Ja, ich hab mich dann immer gewundert, was dieses komische Ding ist und hab das dann mal aktiviert. Ja. Ich glaube, was ist das? Ich auch noch sterben, soll ich es mal für dich aktivieren? Nee, um Gott. Aber ich brauch so ein Ding eigentlich nicht wirklich ins Reichstag. Ja, denke ich auch. Aber warte mal, ich glaube, warte mal. Was ist es eingefroren? Ja. Du, ich glaube. Mein Pterakon war einer der höchsten. Weiß ich gar nicht, ob wir nachgezüchtet hatten. Da ist ein 68er. Ich hab einen. Der ist 197. Oh, sie sehen nicht, was der am Anfang war. Der war mit 179 getamed. Männchen. Okay, ich hab so die ganz böse Vermutung. Sucht sich wieder verballert hast. Genau. Ja, wobei ich glaube, so hoch kann der Uni gewesen sein. Also wie gesagt, das hier hat 179 das Männchen als gezähmt worden. Und ich weiß nicht, warum nicht das andere Vieh? Ich habe eigentlich A2 gehabt. Was 179, als es gezähmt wurde? Ja. Was ja, das also, hoch. Dass ein Männchen hätte, das wäre das hier, oder? Stell das mal auf. Ne, du, ich glaube, für Terratons. Ups, Mann, ich bin zu schwer. Doch, da war meins bestimmt dann das hohe Weibchen. Das kann so sein. Haben wir noch ein Weibchen? Ja, wir haben da noch ein Weibchen, aber da kann ich wieder bei Gelegenheit irgendwie ein. Hast du nicht noch Adler? Wir haben doch Adler gezüchtet. Ja, aber die sind ja nicht so schnell. Ich wollte ja eigentlich. Ach so. Mir ging es ja eher um das schnelle Tier. Naja, entweder man müsste dann nochmal. Mhm. 112. Ja. Hast du noch ein Weibchen? Ich gucke jetzt mal hier, oder? Na, ja, heute nicht mehr wahrscheinlich. Heute nicht mehr. Das wird dann irgendwann die Tage, wenn's Not am Mann ist. Hier fliegt ja dann bestimmt, flattert dann bestimmt irgendwas rum. Vielleicht werde ich dann nur erstmal einen Adler nehmen oder so. Du weißt ja, wie es ist. Jetzt sucht man einen Pteraton und da findest du keinen. Und dann, wenn es wieder komplett egal ist, da hast du wieder einen. Oh, da drüben steht zum Beispiel neuer Tages, der jetzt endlich fertig ist. Bundes-Cheroboa Baby ist auch fertig. Ich habe ein paar blaue Pausen noch, aber. Gut, die kann ich dann nichts einpacken. Nicht. Jetzt.
Genau so sehe ich das auch. Noch so. Rock Drake 25 einpacken. So, das dahin, das dahin. Ja, ich glaube, da sind wir jetzt, also Agentarwisse können wir jetzt hier oben durchzüchten. Da sind wir schon über 200. Da war der hier, glaube ich, mein Männchen war, glaube ich, auch recht hoch. Ne, mein Weibchen ist. Es ist mit 150 war das wild. Ja, da. Das steht bei. Ja. Tame ja. Class 219, genau. Genau, und jetzt haben wir eben hier. Die ganzen Dinger eingesammelt. Und aus deinem Weibchen und aus meinem Menschen ist. 196er und ein 204er rausgekommen. Wir müssen jetzt eigentlich so das zusammen die höchsten Werte haben. Ja, das müsste mein Weibwest sein, glaube ich. Ja. Ja, in aller Ruhe. In aller Ruhe, in aller Frische. In der nächsten. Was soll ich denn sagen? Ja, du kleiner Arschwichser. Fuck. Nein, jetzt muss der kacken, der Rex, das gibt's doch gar nicht. Ja, inklusive Inhalt, danke. Ja, fuck. Nein! Jo, nein! Da. Was denn du gesoffen, Alter? Was macht der Haider im Wasser? Ach. Immer wird der Juti getroffen. Jo, ciao.